So, meine Servus und herzlich willkommen bei Topicus X. Servus und herzlich willkommen zu diesem Let's Play in der Kampagne von Topicus X. So, dann starten wir. Wir müssen hier gut Kohle anhäufen. Ich bin mir sicher, dass die... Brauchen wir nicht. Ach, die Zinsen sind das. Okay. Was war das? Oh, lassen Sie sich... Ich bin sofort bei Ihnen, Präsidente. Ich zähle gerade mein Geld. Nur Spaß. Wir würden... Lassen Sie mich raten. Sie denken... eine Nonne. Ich sollte nicht fluchen. Sie haben keine Ahnung, was eine Schwester vom Orden des heulenden Schädels ist, oder, Präsidente? Machen Sie sich um die Sicherheit der Grenzen keine Sorgen, Präsidente. Denn ich, General Rodrigo Rodriguez, führe Ihre Armee. Als Inbegriff... Okay. Die Wahl war ein Wahn. Nach El Presidentes Erdrutschsieg gibt eine offizielle Stellungnahme bekannt, dass die Opposition zurücktritt und eventuell für eine Weile verschwinden könnte. So. Es ist geschafft. Erneut zeigt sich die ehrfurchtgebietene politische Weitsicht von El Presidente. Jawohl. Thank you.
Oh, diese Musik. Das machen wir jetzt anders. So. Aber ich brauche die obwohl die Lok. Ihr glaubt mir das Brandenburger Tor wieder. Wow. So. Die Stimme Tropikos mahnt alle Bürger Tropikos zur Wachsamkeit. Esst wenig und kauft Kriegsanleihen. Der Sieg hängt vom Umfang der Staatskasse des Palasts ab. Genau.
werf ich um eure Aufmerksamkeit. So. So. Ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt nichts, was mich interessiert. Sorry. Was sagt denn die Abrechnung? Ja, der Bau ist so teuer. So. Das Flugzeug ist heute Nacht um 2300 gelandet. Wir hätten früher hier sein können, aber wir wollten noch ein letztes Dîner au vin in Paris, bevor wir uns aus dem Staub machen. Okay, Penultimo. Yay! Wir haben den Eiffelturm. Cool. Thank you.
So. Und dann können wir auch noch Leder verticken. Mal schauen, was Leder eigentlich einbringt. Stimmt, uns fehlt Öl. Das machen wir dann auch gleich, wenn das erste Boot kommt. Bauen wir noch ein paar Ölbautürme, aber wir können ja schon mal gucken, ob wir hier überhaupt Öl haben auf dieser Insel. Ja, auf dieser. So. Ah, wir kriegen Geld von den Achsenmächten. So. Hinten haben wir Öl. Thank you.
So. Wow. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber wir kriegen immer wieder Staatshilfen, Entwicklungshilfe. Ja, muss ich da eine Botschaft bauen? Das muss ich dann auch gleich machen. Auf See ist nie langweilig, außer wenn Würmer Löcher in den Rumpf bohren. Müsste der Eiffelturm sein, oder? Nicht mal die Freiheitsstatue, Brandenburger Tor. Ja, haben wir ja. Nehmen wir Planken ohne Ende. Machen wir es mal da so. Die werden wir jetzt ganz am Anfang rapide brauchen. Es ist zwar praktisch. So. So, Bildungsministerin. Kurz im Handel gucken, vielleicht haben wir ein Gebäude übersehen. Also Boote stellen wir her, Waffen stellen wir her, Zigarren stellen wir her, Rum stellen wir her, Gold und Öl, Leder, Stahl. Bis hierher stellen wir alles her. Käse könnte man noch herstellen. Stimmt. Arr,
Setzt nochmals Segel in Richtung Beute. Es. So, was kostet denn jetzt die Molkerei? 10,5. Ja, die Baumer. Die Baumer. So. Das war mein Timer. Wir haben schon wieder 15.000. Ich würde jetzt nur eine Pflanze, eine Ressource interessieren. Nämlich Gummi. Das könnte man hier anbauen. Plantage mit Gummi. Plantage mit Gummi. Passt sogar. Also alles besetzt. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. So. So, ich werde jetzt die Folge hier direkt beenden und Arr, lasst mich zum Punkt kommen. Wir müssen den Bürgermeister bestechen. Okay.
kennen wir schon. So. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen. Bauen Sie ab. So. Ja, das holen wir locker wieder ein. Komm, fahr rein. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Nein. Jetzt gerade nicht. Aber ich werde die Folge hier endgültig beenden. Und bis zur nächsten Folge. Euer Sakura.